Ja, willkommen hier zurück in Battlefront und diesmal Kampfläuferangriff, Dämmerung auf Horst. Und ihr seht, es ist wieder hier der Eisplanet, so wie in der Beta. Nur eine andere Karte, richtig schön mit Schneesturm und ja. Ich bin mal gespannt, wie die Karte ist. Also sieht schon geil aus, auch mit diesen Schneeverwehungen und sowas. Und wir springen jetzt mal in den Kampf rein. So, diesmal auf Seiten des Imperiums. Ist es denn dieselbe Karte? Es sieht schon ein bisschen. Ah, die haben sie überarbeitet, ne? Oh. Da hinten ist schon ein gegnerischer Geschützturm. Und die wir Rebellen haben die Ablenkstation aktiviert. Versuchen mal hier so einen um einen Angriff ihrer Jäger zu zu holen. verhindern. So. Fliegerstaffel Omega, bitte kommen. Und wir holen uns einen. Genau, einen TIE Fighter. Das ist nice. Und ich kann den nicht fliegen. Wir haben uns mal eben mit einem X-Wing gepaart. So. Wir sind wieder Sturmtruppe. Und haben. Das ist eine neue Karte, ne? Das ist eine neue Karte, neue Karte. Wir holen uns jetzt mal hier die. Da werden wir weggesnipert. Ich bin aber auch im Überlegen. Wir holen uns hier. Oh. Wir holen uns mal diesen Blaster. Scheinbar haben wir den jetzt freigespielt. Vielleicht bereue ich auch, dass ich diesen Blaster geholt habe. Weil eigentlich liebe ich auf und nicht. Der schießt mir zu langsam. Gut, die Basis haben wir offline gestellt. Dann müssen wir dahin. Ach. Der Blaster ist scheiße. Nein, den will ich nicht. Der schießt zwar auch nicht so schnell, aber immerhin noch schneller als der Han Solo Blaster. Ja, ich glaube DH-44 oder sowas heißt er, ne? Ja. Und wir müssen. Ach komm. Komm schon. Da müssen wir hoch. So. Und jetzt holen wir hier diese Ablenkstation. Diesen Rebellen holen wir uns doch. Die Bomber der Rebellen haben unseren AT-AT als. Und wir rennen in eine Mine. Die Minen sind schön. Gut. Waren hier noch mehr Rebellen? Achso. Ach, von hinten kommen die. Okay. Irgendwie kriegen wir hier noch nicht die Oberhand. Obwohl, wir haben schon. Nein, die haben alle ab links wieder. Oh. Das könnte eine kurze Offensive werden, ne? Feindlicher Wyving visiert unseren AT-AT an. Komm, dann wieder hier hoch. Achtung, feindlicher Luftangriff. Komm, jetzt gebe ich euch mal hier was von hier oben mit. Die Schwere des Kampfläufers sind ausgefallen. Verteidigt ihn. Ja, wir sind dabei. Und da hinten schießen die auch alle. Na, wo stecke ich denn jetzt drin fest? Rebellen in der Zone. Na. Dun, dun, dun.
Komm, teilen wir euch ab. Und wo schießt ihr denn hier noch? Verteidigt den Kampfläufer. Seine Schilde sind gleich wieder online. Ja, ja, das kriegen wir hin. Ach, dich hätte ich auch erwischen können. Schade. So. Ich glaube. Jetzt sind wir hier bei diesem abgestürzten Schiff, ne? Kann man da reingehen? Achso, das sind. Achso, ist nicht mehr viel von übrig. Aber da hat jemand so ein bisschen. Hier, komm, Kumpel. Nicht da rein! Das sieht schon schick aus hier. Da ist ein Orbital. Ach Gott. Komm. Mit deinem Chicken Walker. Ab an die Front. Die Rebellen kontrollieren die Ablinkstation. Das ist nicht gut. Sonst das ist gut, dass wir die eine deaktiviert. Ja, ja. Aua, aua. Verpieselt euch. Was ist denn hier? Achso. Aua. Das solltest du nicht. Haltet diesen Ablink. Ohne ihn können die Wildings der Rebellen eure Position nicht bestimmen. Die Rebellen haben die Ablinkstation aktiviert. Wir müssen sie wieder abschalten. Dann um unsere Kampfläufer zu schützen. Holen wir uns mal ein paar Jäger. Alle Systeme bereit für Angriff. Und zwar den da. Kamikaze wollte ich eigentlich nicht machen. Ich bin nicht fürs Fliegen geeignet. Nein, nein. Oh, der Ablenker in der Höhle ist wieder... ist erobert. Ist ein Power-Up. Ach, da sitzen die auch alle drin. So. Ne, TIE-Jäger holen wir uns nicht. Das üben wir nochmal. Ach, den Chicken Walker hätte ich auch vorgehen gehabt. Der Rebellen haben unseren AT-AT als Ziel erfasst. Okay. So. Jetzt kriegt ihr aber was mit der Bazooka. Deaktiviert. Sehr gut, das ist schon mal was. Und jetzt holen wir uns auch diesen Ablink hier. Hier, komm. Hier direkt einen Suchdruiden noch hin. Und direkt noch einen Suchdruiden. Ist der andere jetzt verschwunden? Na komm. Ich sehe, dass es von Rebellen wimmelt. Die Schilde des Kampfläufers sind beschädigt. Lasst nicht zu, dass die Rebellen ihn zerstören. Komm.
Ich würde es auch nur hier hinstellen. So. Verteidigt den Kampfläufer, bis seine Schilde wieder online sind. Gib mehr Mühe. Aufpassen, Rebellen in Sicht. Das Schöne ist, die Rebellen versuchen jetzt die ganze Zeit den Läufer abzuknallen. Habe ich so das Gefühl zumindest. Ach ja, und jetzt haben wir hier, ne? Okay, letzte Ablenkstation. Ein Läufer ist schon hart beschädigt. Der zweite ist noch nicht so beschädigt. Und ich bin zu 100% erledigt. So. Rennen wir mal hier in die Höhle nochmal rein. Das ist auf jeden Fall nicht die Karte, die es in der Beta gab. Das ist schon cool gemacht. Und die Eishöhle, wie die aussieht. Und wie der mich einfach mal wegschnitzelt. Zielerfassungssequenz der Rebellen unterbrochen. Sehr gut. Wie geplant fortsetzt. Nicht gemacht. Die Rebellen haben den Ablink aktiviert. Vorrücken und abschalten. Ja, bisschen Deckung suchen hier. In den Läufer möchte ich auch noch mal rein, ne? So, den Ablink holen wir uns jetzt hier. Da sprinten wir jetzt mal hin. Achso. Keine in der Zone. Wie kommt man da rein? Da war doch ein Rebell. Halte die Augen auf Skywalker. Dich hab ich erwischt. Jedi wurde in der Nähe eurer Position geordnet. Ein Bomber der Rebellen visiert unseren AT-AT an. Ja. Ja. Was kommt? Dann machen wir mal einen Bombardomaten. Vielleicht kriegen wir da noch ein paar. Aua. Lord Vader wird diesen Verrätern keine Gnade gewähren. Aua! Das war eine Zielsuchrakete, würde ich behaupten. So, Lord Vader. Gehen Sie mal vor und wir kommen hinterher. Und dann deaktivieren wir endlich diesen Ablink hier. Ach, Lord Vader gegen Luke Skywalker. Ach, und jetzt hat Luke Skywalker auch hier diese, nicht wie in der Beta, so, jetzt auch diese Winterkleidung. Diese Winterkleidung an. Das ist cool. Das gefällt mir. Diese Grafiklücke hier, oder? Soll das sein oder soll das nicht sein? Ich glaube nicht. So, wir begeben uns zum nächsten Ablink, der da hinten ist. Feindliche Wirings nehmen die Kampfleute aufs Korn. Und das ist schon soweit. Okay, dann erstmal die Granate aus, der Granate ausweichen. War aber nichts. Ja. Dann verteidigen wir hier nochmal diesen. Feindlicher Speeder hat unsere Kampfleute arformiert. Oh. Das Luftschiff ist in Reichweite. Wir sind feuerbereit. Wollen unseren Kampfläufer zu Fall bringen. Haben wir das hingekriegt? Komm, ein paar gebe ich dir noch mit. Jawohl. Den haben wir. Oh, und da hinten sind auch schon die Transportschiffe. Sieg. Was passiert jetzt?
Oh. Richtig schön. Okay, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.